Ja, gehört der Teddybär nochmal. Der Teddybär. Wie geht's dir nochmal? Minzy still in... Okay, die sketcht noch. Die sketcht noch. Wir gehen uns jetzt mal unser Money holen für die Can. Hello, youngies. I see you have some trash with you. Thanks, I be sure to dispose of it properly. Here is $5. Oh mein Gott, ey. Es gibt so viel Geld. Ich will mehr Trash. Trash, Trash. Kann ich mich selber in die Mülltonne schmeißen? Ich bin bestimmt auch noch einiges wert. So, das hier ist immer noch gesperrt. Ja. Get to my level. Trash Level oder... Ah, du meinst jetzt das mit dem... Knock, knock, knock. There's no response. Oder meinst du zu dem... Ist das unser Haus? Oh. You got trash. Yay. Wer ist das denn? Warum konnte ich einfach so in den sein Haus rein? Hey, out of the way. Can you see I'm watching TV? Ich wollte ihn aber mit ihm reden. Hey, fellas. How's it hanging? I gotta say, there's nothing like enjoying a long weekend with my favorite couch and my favorite show on TV. There's only one thing that's bothering me right now on this otherwise perfectly day. I can't find my TV remote anywhere and I'm way too comfortable to leave this couch. If you see it, could you give it to me? Thanks, kiddos. A work desk. Okay, dann gehen wir mal in seine... Ach, ist sie das? Ist das hier? You see a TV remote. Pick it up. Yes. You got a TV remote. Okay. Hey, there's my TV remote. You gave... Thanks, kiddos. Here, take some orange show on me. You got orange show. Was orange show? Ach ja, ich wollte sowieso ja mal gucken. Ah, ja. Aber man weiß nicht, was es ist. Bringt halt gar nichts, leider. Aber okay. Ich finde es so... Ah. Oh mein Gott, der hat den Pet Rock noch. Wie süß. Ist ja mal richtig mega knubbig. Ah, ich wollte, glaube ich, eigentlich... Habe ich jetzt abgespeichert schon? Keine Ahnung. Ich habe schon wieder vergessen. Die haben alle denselben Aufbau. Ah, if this isn't Cal and Sunny... It's been a while since I've seen you two. I hope things have been okay. Michael, you've grown so tall. You're basically a head taller than me. Your mother told me about your groove spot, but it's another thing seeing it in person. I remember when I could still pat you on the head. You were such a mischievous child. Oh no, I forgot about my pie. Sieht doch tasty aus. That was a close call. Unfortunately, it's a little bird. At the fair, it would probably rate an 8 out of 10, but I promise it's still quite delicious. Oh, don't just take my word for it. You must try it yourself. You got pie. Yay, pie. Ich hoffe, es ist Kirschpie. Kirschpie ist sau lecker. Kirschpie habe ich jetzt auch richtig Bock. Oh, Ghetto Plaza. Well, that was unexpected. Ah, ich hätte gedacht, das wäre auch wieder Trash. Schade. A big seashell. If you hold up the seashell to your ear, you can hear the ocean. So. A toilet. Was ist das? A custom-made fishtail you can wear over your feet. Okay. Okay, mal gucken. Das Zimmer sieht ja... Oh, wer ist das denn? Oh, Cutscene oder wie? Hey neighbor, how's it going? Hey Cal. Oh, and who else is with you? Oh wait, I recognize you. It's Sunny, isn't it? Sorry, it's been a while. I think we only met a few times. My family has always lived here, but I was sent off to boarding school for a few years and I just come back about 3 years ago, I think. Hey Sunny, Chris is my next door neighbor and she's really cool. She's the fastest swimmer in school. When she's in the water, people compared her to a mermaid. Or a shark. Or even a torpedo. Oh, Cal, you never short on compliments. Haha. And you're trying out of the junior varsity basketball team this year? I'm sure you'll be a shoe-in. Well, I'll try.
I've been playing every now and then with strangers at the park. I think I'm getting better, but it's a little hard to tell. Hey, but if I practice basketball as much as you practice swimming, I probably have a better chance. Oh, I'm not that hardworking. It feels like fun to me, honestly. And besides, even though I love swimming in pools, I love swimming in the ocean even more. I love everything about the ocean, the beach, the sound of the waves, even the smell of the seaweed. Ah, sorry, I must sound a little obsessed. That's totally fine. It's good to be passionate about something, isn't it? I guess. Actually, I think this all started because I went on boarding school on an island and really enjoyed my time there. The ocean reminds me of the friends I made there. I hope maybe I can see them again one day. But for the time being, I guess that I would just be collecting seashells and stuff. You know, that story kind of reminded me of this, but Sunny is actually moving away from here really soon. Maybe you can give him some tips on how to handle moving away to a new place. Oh, Sunny is moving. Well, being away from my friends was pretty tough at first, but change is just a fact of life. It's the memories we make with them that we should cherish. You know what? I just decided something. If you see any seashell, can you bring them to me? They're kind of hard to find around here, but I make sure it's worth it. Ja, wir haben doch schon eine. Super. You gave a seashell to a blue-haired girl. Wow, it's such a cute one. Hey, thank you. The blue-haired girl is fiddling with something in her hands. Hey, no peeking! Okay, also muss ich jetzt weg. Ah, ich muss jetzt weg. Ich muss weg, damit die das machen kann. Okay. Boah. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe schon gedacht, ich müsste irgendwie wissen, welche Person das war. Wait, hold up, Sunny. I know it's been a while. Ich will da aber hin. Und warum steht hier ein Korb mitten auf der Straße? Aber okay. Ah, hier kann ich absurfen. Absurfen. Yes. Outside the location. Hold on, Sunny. You can't go back home yet, when there's still so much to do. Living up, it's a brand new day. Ich würde mich halt gern mal heilen und weiß nicht so genau, wo ich mich heilen kann, außer wenn ich mir ganz viele Items kaufe. Vielleicht, wenn ich nur Pizza esse. Aber genau weiß ich es leider nicht. Die ganze Zeit Pflaster kaufen wird mir auch zu teuer irgendwann. Vielleicht kaufe ich mir doch mal eine Pizza? Was kostet so viel? Ja, komm. Ich probiere es mal. Vielleicht kann ich ja... Wow, man kriegt gerade mal 10. Man kriegt gerade mal 10 HP dafür. Das ist ja eine Frechheit, ey. Das finde ich nicht. Finde ich nicht. Okay. Pocket, was habe ich denn noch? Orange Tusch. Kels Favorite Soda, Orange Flavored Kaffee. Kel, bist du vielleicht ein bisschen ekelhaft? Orange Flavored Coffee. Dazu kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich war mal in einem Restaurant und ich liebe halt Zitroneneis und Schokoeis in Kombination. Und ich liebe Eiskaffee. Und dann habe ich mir Zitroneneis und Schokoeis in einem Eiskaffee bestellt. Weil ich irgendwie aus welchem Grund auch immer gedacht habe, dass das eine gute Idee wäre. Und die Bedienung hat halt so zu mir gesagt, ja, das klingt aber nicht so geil. Willst du das wirklich? Und ich dann so, ja, auf jeden Fall. Ich habe das schon mal gegessen. Haha, ich habe einfach gelogen. Ich habe das noch nie gegessen davor. Und habe es dann bestellt. Und das erste Mal, als ich dann reingeschlürft habe oder das Eis gegessen habe,
hat es halt einfach original wie Erbrochenes geschmeckt. Und das war so schlimm. Und ich war so richtig so... Uah. Aber weil ich halt die Entscheidung getroffen habe, das zu bestellen, habe ich es halt auch nicht eingesehen, es einfach so wegzumachen. Vor allem, weil es ja schön meine Dummheit war, dass ich das gemacht habe. Und dann haben mir alle Leute gesagt, so, ja, du musst es jetzt nicht essen. Und dann hat die Frau, die mich da bedient hat, die ich sowieso generell ziemlich unfreundlich fand, hat mich dann noch gefragt, so, ja, und schmeckt's irgendwie? Und dann habe ich gesagt, ja, und ich habe einfach dieses ganze Ding gegessen, obwohl das halt wirklich einfach nur nach Erbrochenem geschmeckt hat. Vielleicht könnte ich ihr den Fisch geben. Weiß ja nicht, was mir das bringt, aber... Oh, Müll. Müll, Müll. You got trashy. More trash. Knock, knock. Knock. There's no response. Das ist bestimmt Aubreys Haus. Ja, es war richtig schlimm, aber ich bin halt auch super oft so, dass ich halt es nicht einsehe. Wenn andere Leute Recht haben und ich Unrecht gehabt habe, dass ich dann das zugebe. Also wenn es so Freunde sind oder so, ja. Aber wenn zum Beispiel jemand unfreundlich zu mir war, dann kann es immer gut mal sein, dass ich es dann doch nicht zugebe. Hey, da läuft ja so eine ganze Gruppe von Hippies. Es war wirklich einfach richtig widerlich. Also ein guter Ratschlag von mir, wenn ihr Zitroneneis mögt und Eiskaffee und Schokoladeneis, dann esst es nicht. Hey Kids, you're here just in time to watch me fix this pipe. Once and for all. Come in, come in. Trash. You got trash. Einfach nur gekommen, um den Trash einzusammeln, ey. The TV remote. Best not touch it. These are prone of getting lost. Mal gucken, kriegt er es hin? Leute, raten wir mal. Ich glaube nicht, dass es hinkriegt. Just a few more last minute adjustments and I can't even put this baby to rest. Ah! The sweet sound of silence at last. Nein. Rats. I guess I'll try it again tomorrow. Da bleibt er. Here's $1, kids. Go get yourself some candy or something. Echt, wir haben jetzt einfach nur Geld dafür gekriegt, dass wir einfach bei ihm waren. Das ist ja mal nice. Hä? A wardrobe. A messy desk filled with trading cards and candy. A bunch of books and comics about dinosaurs. Ich frag mich, wer hier wohnt. Da sind auf jeden Fall Kreuz an der Wand. Das könnte auch Aubreys Haus sein. A house phone. Okay. Oh, es ist hier unordentlich. Das ist ja nicht nur ein Leak, das ganze Haus fällt ja auseinander. Krass. A bunch of tools. This bed is messy. You would rate it a 3 out of 10. Bunch of tools. Komisch. Das könnte auch Aubreys Haus sein. Ich frage mich wirklich, welches jetzt Aubreys Haus ist. Ob es das oder das letzte ist, das ich gesagt habe, wo Stop draufsteht. Okay. Hier ist ein Fahrrad. Aubreys Old Blue Bike. Okay, dann muss sie ja hier sein. Well, here we are. This really is the last place I would expect her. I'm kind of skeptical, actually. It might be a trap. I opened the door a little to take a peek. Looks normal to me. I think they're in the middle of a ceremony. Oh, there she is on the right. She's just sitting there. All normal. So weird. Yeah, I'd feel pretty bad about interrupting this. We should probably wait until the sermon is over or something. Okay. Ja, wie warten wir jetzt? Far away. Oh. Geht man da hin, wenn Leute sterben? Something just never changed. Noch. Hold on, Sunny. Let's wait here until the sermon is over. Okay, ja, wie wähle ich? Ich konnte doch gar nicht warten, oder?
Whoa, I didn't expect you just walk in like that, Sunny. Well, there's no turning back now. Come on, we have to be really quiet. So, ah ne, so geht das nicht. There she is on the right. Let's walk to the pew behind her. Aubrey. Psst. Aubrey. What the heck are you guys doing here? Hey, we want you to give back Basil's photo album. You're still on about that. That's none of your business. Really? None of my business? We all used to be best friends, but now this is none of your my business? Yeah, Kel. Exactly. We used to be friends. You know, Mary would be really sad to hear that. Huh. Really? You really want to bring Mary into this? Who cares what Mary thinks? Mary's dead. Ah, ich hab's doch gewusst. Mary's dead, bitches. Ich hab's gewusst, ey. Wenn wir die reingelassen hätten, die hätte uns getötet. Hätte die bestimmt gemacht. Das wäre Game Over gewesen. Aubrey, seriously? What's wrong with you? I get that you have new friends now, but you can't just forget your old friends like that. My old friends? My old friends weren't there for me when I needed them. So that's what this all is about. When Mary passed on, we were all dealing with your own stuff. We were kids. It was hard. You think it's all so simple. You've always been simple, Cal. So what if I am? I'd rather be simple than be like you. How could you do that to Basil? You know how important this photo album is to him. It's important to all of us. That doesn't mean you can just steal it. It's that what Basil told you? I'm the one keeping it safe. What are you talking about? That photo album belongs to Basil and I'm not leaving until you agree to give it back. Ugh, you're so persistent. When Mary died, you moved on so fast. You know why I come here every week? Even after all this time, I'm still trying to find some peace. But it doesn't look like that's happening today. We haven't talked in 4 years, Kel. A lot changes in 4 years. You and Sunny think you can just spark back into my life and tell me what to do? Don't be so naive! You might look different and act different, Aubrey. But you're still the same person. The Aubrey you knew is long gone. And the Aubrey that was your friend, she's long gone too. Okay, fine. I get that you're angry. Look if it's an apology you want here. I'm sorry, okay? I should have been there for you when we lost Mary. No, I won't accept this. Wait, where are you going? I can't let you go until you promise me you give Basil his photo album back, you thief. What's happening? Basil? Isn't that the boy who... I seen Aubrey and her friends bully. No, she's stealing as well? Oops. Diese vier Leute sind vorne, jetzt, die sind gerade eben gezeigt worden. You think you're the good guy, don't you, Cal? And I'm the big bad bully. Here to terrorize poor defenseless Basil. You're the one hanging out with the psychopath who carries around a knife. Now's not the time to do this, Aubrey. You don't get to say that. You're the one who barked in here. I already said it. I was sorry for everything. If you want me to be a bully, then I be a bully. You two better come at me quick, or I come at you first.
Look at her clothing. It is completely inappropriate for the church. Why are you here? Wow. So viel Damage. Damage. I can't believe she would bring a weapon in here. How uncivilized. Oh mein Gott. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Außer meine ganzen Heil-Items immer aufzubauen. Ja, den hat sie mit einem Ding. Serves you right, Cal. Now, leave me alone. Ganz ehrlich, ich heile mich jetzt für nichts mehr. Es bringt sowieso nichts. Ah, ever since her father left, she's uncontrollable, disrespectful. I feel bad for her mother. Oh, arme Aubrey. Kann einem auch leid tun. Shoot, I know she's been kind of messed up lately, but I still feel sorry for her. Maybe this was a bad idea. Ja, ich glaube, das war wirklich eine bad idea. Wer seid ihr überhaupt? A family comes to the church once a week. Sometimes twice. Sometimes thrice. Komisch. Sind die. I usually wouldn't condone fighting in the middle of a sermon, but that seemed really important. That girl Aubrey has come there every week for the past few years, but she never talks to anyone. I've tried to approach her a few times, but she keeps calling me, bad things. She seems very troubled. Perhaps she could use a friend. Ja, ich glaube, den braucht sie auch wirklich. Oh dear, Sniff. It looks like your youngest son didn't show up to church again. Michael, where are you? Why must you make your mother worry? Okay, lol. Das sind also seine drei Geschwister. Und das sind einfach Twins. Wahrscheinlich ist er deswegen so komisch im Kopf. Oh, so hell. Ah, die Sonne, sie blendet mich. Schöne Musik. Das klingt wie Final Fantasy neue Musik, ey. Sind auch nur ein paar Noten anders. Hey, das war jetzt hier ganz schön. We found a coin. Yay, coin. Coin, Glückscoin. Wenn dann niemand den Coin zurück will, dann behalte ich ihn halt selber. Da ist es, glaube ich, ihr Haus. Ja, oder ja, bin ich richtig. Leute, danach müsst ihr euch bei Final Fantasy 9 Songs geben und dann könnt ihr mir mal sagen, wie ähnlich das klingt, weil das klingt sau ähnlich. Did you see that? Aubrey just dumped something into your trash can. Let's go check it out. Das ist jetzt bestimmt das Fotoalbum, oder? Wow, I don't believe it. It's Space's Fotoalbum. I can't believe she would just throw it out like that. It's a good thing we looked through this trash can. But on the bright side, at least we have Bayless' photo album now, and it only took us half a day to talk about teamwork. How about a high five, Sunny? Do you want a high five, Cal? Yes. Warum nicht? Let's give this back to Basil before it gets dark.
He'll be happy when he sees it. Ja, über den Basil hatten sie ja in der Kirche auch was zu lästern, ne? Wissen wir jetzt nicht genau, was es ist. Kann man ja nur Vermutungen anstellen bei Basil. Oh, die kleine Katze, das ist... Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on Basil's door. It's your friend, Kellen Sunny. Oh, hello there. Who are you? Hi, Basil. Oh, wait. You're not Basil. Oh, I'm sorry. My name is Polly. I'm Basil's caretaker. Oh, hey, Kel. What is it? Hi, Basil. We've got your photo album back. You did? Wow. Thank you. You gave Basil back his photo album. Basil, you didn't tell me you had friends coming over. Would you like to join us for dinner? I always seem to cook just a little too much. Dinner? Sure, sounds delicious. Come on, Sunny, free dinner. Warum wirkt Basil immer so eingeschüchtert? Please make yourself at home. I go ahead and finish up the food. Wow, it's been a while since I've been in here. You definitely have a lot more plants than you used to. Ah, yeah, I liked them a lot. Actually, there's some that are still alive from when you guys came here for more often. Wow, you sure are dedicated. Yep, that's Basil for you. Flowers and photos. Kann abspeichern hier. Oh, that reminds me. Now that we got your photo album back, we can all go through the photos together. Oh, that's, I don't know. It's been a while since you've looked through them, hasn't it? Come on, it'd be fun. Sure? Okay. Nein, kein Akku mehr. Schade. Tschüssi. Tschüss. Here it is. Mal schauen, sind da jetzt irgendwelche komischen Fotos dabei? Die haben wir alle noch gar nicht gesehen. So. My first photo. It's my best friend Sunny. Trying out his new violin. He's starting to take lessons again, so he can play at recitals with his sister Mary. So exciting! Just Kel being Kel. So many party hats! Wenn man erstmal suchen muss, wo es A ist. Geht aber gar nicht so. Haben wir noch eins vergessen. Ist Basil vielleicht in Sunny verliebt? Sunny playing a video game on the couch. Sunny is a little shy, but he's really a good listener. I always app on venting to him when I got upset or stressed. Sometimes I feel like I'm bothering him, but he never seems to mind. Kann ja mal die Fotos zählen, die sie so... Aber wenn sie beste Freunde sind, sind auch hier zwei von Hero dabei. We're back from the park, but Kel is still full of energy. He challenged Hero to an arm wrestling match, but we all know who's going to win. Please go easy on him, Hero. Uff, sorry, Kel. Better luck next time. Muss es eigentlich auch in Basils Stimme lesen. Kel was still feeling a little sour about losing to Hero in arm wrestling last night, so Hero decided to lean in for a smooch. Kel looks so annoyed. A brotherly love. Me showing Sunny a book I've been reading. Mary stole my camera and took this when I wasn't paying attention. I should really keep better track of my things. Oh, precious. It's all of us cuddling with Sunny's stuffed animal. He has so many, and they are really soft. I wish I could just lay here forever. Ja, stimmt, das stimmt.
Aber vielleicht hat sie die Bilder mit sich auch rausgenommen. Guckt, weil hier sind ja auch Sachen. Und da fehlen ja welche. Mary is teaching everyone. Oder sie hat die Sachen mit Mary rausgenommen. Die Bilder mit Mary, kann auch sein. Mit Mary und sich. Mary is teaching everyone how to make flower crowns. Here's Sunny and Kelhody, Mary's example. It looks perfect, doesn't it? If only Mary thought so too. Das haben wir ja schon alles gesehen. Müssen wir eigentlich nicht wieder durchlesen. Aber die haben wir noch nicht gesehen. It's raining super hard today. The rain always seems to come out of nowhere during springtime. Aubrey asked me to take a picture of her with her new raincoat. Nee, das kann ich nicht. Ich kann leider nur die Texte lesen von den Bildern, die da sind. It's her favorite color, pink. Deswegen hat sie jetzt pinke Haare. Und sie hat also nur Marys Bilder rausgenommen. Aubrey won't let Cal under the umbrella, but Cal seems to be taking it just fine. He says he likes how the rain tastes. Sweet. Okay. Just Cal being Cal again. He went to Hobie's, but the shop owner told Cal to leave his jacket outside since Cal was getting all his comics wet. Sorry, shopkeeper. It's been pretty busy with school lately, but we finally made time to get together and go to the park today. Here's Cal hanging his leg off a tree. He's such a good climber. I wish I was fearless as him. Das haben wir, das haben wir aber noch nicht gesehen, da könnte ich mich... We buried Sunny in the sand. It took forever, but he looks like he's enjoying himself. I wonder if he's going to need to help getting out. I guess I keep him company until then. Okay. Was sind ja noch super viele. Oh, sieht das süß aus. Yay, Sunny is turning 12 today. Even though me, Sunny, Aubrey and Cal are in the same school year, Sunny is younger than all of us. He's the baby of the group, so we have to take care of him. Oh. Sunny holding a super huge present for Mary and Hero. Hmm, I wonder what it is. You can't really tell from the photo, but Mary and Hero got Sunny a giant building block set. Sunny seems much more interested in the box, though. He acts just like Mary's new kitten, Mio. Ah, Mio kennen wir. Sunny won't leave the box, so Cal put a football inside. I guess this box will be Sunny and Mio's new home. We're going beetle catching today. Here's Cal, ready to bounce on his next victim. Oh, and Sunny is there too. He looks kind of sleepy. I went to the bathroom and came back to this photo. Cal says he took a picture of himself on accident, but I didn't believe him. So, merkt schon, auf welcher Seite... Ich würde halt gern wissen, auf welchen Seiten wir so sind, aber okay. It's the first day of school today. Me, Sunny, Cal and Aubrey are up bright and early. Aubrey is so photogenic. Sigh. Goodbye, summer. Until next year. Und jetzt geht's, glaube ich, nicht mehr weiter. Ja, das war's. Das war's. Are you done looking? Yes. Oh man. It looks like a lot of the photos are still missing. Maybe Aubrey kept them for herself. We have to get those back later. On the bright side, look how short I was. I know I've grown at least a foot since Hero left for college. I can't wait until he comes back. This year I finally be the taller brother. Anyway, don't sweat it about the missing photos, Basil. Me and Sunny will take care of things for you. You just focus on going back to your happy, carefree self. Okay, thank you. I try. Aber so carefree erscheint sie mir auch nicht. Also eher mir nicht. Sorry about the wait. Dinner is taking longer than I thought. Would any of you boys like to help? Yeah, sure, I help. I got some experience helping my brother cook and stuff. Oh, that would be lovely. Please follow me. The kitchen is this way. Oh, hi, Sunny.
empty picnic basket. Oh, wer ist das denn? Basil Scrinner. Basil, is that you? Potted plant. Oh, die ist ja schön. A white egret orchard. In the language of flowers, it symbolizes the phrase, my thoughts will follow you into your dreams. Oh, das ist voll die schöne Blume. Man, oh man, die sieht ja aus wie ein kleiner Engel. Oh, Sunny, I didn't expect to see you in there. Haha. How are you doing, Sunny? Is everything okay with you? Okay, never mind then. Grandma can hear us, you know? She hasn't been feeling well, very well lately. It's already been 4 years, hasn't it? It's nice to see that you're still around, even if it's only for a little while. Here, take my photo album. I want you to have it. I'm trusting you with it, okay? I just think you can probably use it more than me. Basil gave you his photo album. A lot has happened since these pictures were taken. Sometimes it feels like it was all a bad dream. It's hard to remember now, but I think at the time I took photos of what I'm most afraid to lose. Flipping through this album, you can still see the good times. Maybe one day, things can go back to the way they were before. Aww. Sunny! Basil! Dinner's ready! Okay, coming! Oh, wir können uns hier im Spiegel angucken. Das hat, glaube ich, nichts Gutes zu sagen. Das hat nichts Gutes zu sagen. A book on plants. Basil's camera. It looks really dusty. Watering pail. Bunch of books. Most of them are about gardening and indoor plants. Ordinary houseplant. Mal gucken. A comfortable looking bed. Ja, da wollte ich erst mal wissen, wie man die hier ratet, aber nein. Empty Picnic, ja. Nochmal. Saven nach 3 Minuten, ganzer 3 Minuten. Ja, ich glaube, dass halt nach dem Tod von Mary, dass da irgendwie noch was passiert ist. Paul and Chris, how met dinner? Would you like to eat some? Yes, of course. Freue ich mich. Everything tastes so good. You're the best, Polly. Oh, it's nothing. I'm just following Grandma's recipes. Thank you for your help, Cal. Munch, 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 munch. As I was saying before, Polly, tomorrow, munch, my older brother here is finally coming back from college. My mom's all crazy, right? Now preparing the house and everything. Munch, don't want to be anywhere near that mess. Ja, Mary ist tot. Das wurde erwähnt von Aubrey, dass sie nach ihrem Tod sich dann zerstreut haben. Aber mehr weiß ich auch noch nicht. Although, Munch, I'm pretty excited to see him, Munch. Every time he comes back, the first thing we do is compare heights. Munch. This year is the year, Munch, that I'm Munch finally gonna be taller than him. I can feel it in my bones. Hehe. You and your brother seem close. That's good. Family is important. Oh, hey. Nom, 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 nom. What you doing with Basil's photo album there, Sunny? Oh, I gave it to him. I just thought he should have it. Wow, really? Munch. That's so cool of you. Makes sense. Nom, 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 nom. Especially since Sunny's moving away and all. What? Sunny's moving?
Oh yeah, I thought I already mentioned it. Don't, I must have forgot. Munch. He's moving in 3 days, I think. Nom nom nom. Sorry, I thought you already knew. Oh. No, I guess I must have missed it. Sorry. May I be excused? I have to go to the bathroom. Ja, Mary ist irgendwie vor 3 Jahren, glaube ich, gestorben, als sich dann alle so auch verabschiedet haben. What's up with him? Manch. Well, that's just how it is. When you gotta go, you gotta go. Wird ihm jetzt auch nachlaufen. Einfach direkt ins Bad rein, wie so ein... Everything is going to be okay. 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 Oh, it's you, Sunny. You're here. I'm so glad. You can see it too, can't you? Something behind you. Sunny, why do you look so scared? Sunny, everything is okay now, isn't it? Sunny, why do you look so scared? Wait, please, Sunny, don't leave me. Not again. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht lieben. Aber ich konnte ja sonst nichts machen. Sunny, du blödes Arschloch. Jetzt geh da rein und geh zu Basil zurück. Mein Gott. So ein... Oh! Der regt mich auf. Toll, was ist jetzt, wenn sich Basil umbringt? Dankeschön für nix, ey, Spielecharakter. Oh, hey, Sunny. I think it's about time we went home. It's way past my curfew. So, yeah. Anyway, Polly, if you ever need me, here's my address. I live just down the block. Thanks, Cal. You're sweet. Hey, hey. Oh, it's nothing. Say goodbye to Basil for me. Basil! Oh, Basil! Oh, poor guy. He's always had a weak stomach. Hope he feels better soon. Oh, fuck. Oh, nein. Warum? Warum müssen wir jetzt schon? Nein, das finde ich gar nicht gut. Oh, ist dunkel. Ist auch sehr schön. Dunkel, dunkel. Tralalala. Warum stehen hier so viele Häuser leer? Erstmal Hem gehen. Hem ist doch hier. Hiede wäre ich lang. Das finde ich jetzt echt nicht so geil. Hätte ich. Wait, hold up, Sunny. I know it's been a while since you. Ja, yeah, but. Ich wollte erstmal dich nach Hause bringen, aber okay. Hey, Sunny. Thanks for hanging out with me today. Sorry for all the trouble. That was a pretty crazy adventure, huh? I can't tell. You haven't talked to anyone in a while. But that's okay. It just takes practice. Anyway, Hero's coming back from college tomorrow, so I'm sure he wants to see you before you leave. So, if you don't mind, I'll be coming back for you again in the morning. Good night, Sunny. Sweet dreams. Ah, wir werden keine Sweet Dreams haben, ey. Wir werden auf jeden Fall keine Sweet Dreams haben. Es fängt schon an mit dem Piepsen. Uah. Ich hasse das Geräusch. Ich habe noch nicht mal ein Messer, ey. Danke für nix. Uah, was war denn das für ein komisches Geräusch? Uah. Warum ist hier alles so gruselig? Wow, super. Das Whisper kommt von den Boxen. Ah! Oh mein Gott, bin ich erschrocken. Nein!
Ja, die Box, das Knife brauche ich wahrscheinlich die Nacht nochmal. Einfach nur ganz viele Spinnen im Kühlschrank drin. Ach, brauche ich ja auch, um hier nochmal aufzustellen. Ja, man hat sowieso gebraucht, um da nochmal hinzukommen. Whisper Mails vom Inside the Box. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Okay, irgendwie. Ja, das ist, wenn man seine Freunde alleine lässt. Dann geht es einem so im Kopf. Jetzt geht es wieder die ewig lange Treppe hoch. Wo uns gleich wahrscheinlich was folgen wird. Das sah jetzt tatsächlich nicht so gruselig aus. Die Spinnenweben. Aber jetzt kommt die Spinne. Seht ihr sie schon? Hilfe. Ich habe nicht so viel Angst vor Spinnen, deswegen finde ich das jetzt gerade nicht so gruselig. Ich würde halt nur gern weitergehen, ohne dass sie mich da so antatscht hier. Sexuelle Belästigung. The Stairs of sexuelle Belästigung. From the Riesenspinne. Ich finde es halt irgendwie traurig, dass der Basil jetzt so alleine gelassen hat. Das macht mich echt ein bisschen depressiv. Och Mann. Muss ich da drauf achten oder kann ich einfach... Ja, ist der Typ, der sexuelle Belästigung natürlich vollkommen... Ich frage mich, was das Ding darstellt. Ist das seine psychische Krankheit, die er hat? Ich habe keine Angst vor dir, Bro. Du bist sowieso schon immer in meinem Spiegel. Wow. Oh, das ist Mary. Oder? Ja. Oder? Oder nein? Oh, bin ich erschrocken. Da bin ich jetzt gerade wirklich erschrocken. Es geht weiter. Was bist du? Ah! Oh mein Gott! Ein Jumpscare nach dem anderen. Mann! War schon wieder so ein grässliches Monster. Jetzt haben wir aber ein Messer. It's Sticky Web. Sunny Speed Fell. Darf... Nein! Sunny ist Deck. Okay, man kann nichts machen. Calm down, bitch. This is getting nowhere fast, huh, Sunny? Kann ich das angreifen? Nee, kann man nichts. Kann man auch einfach gleich die ganze Zeit durchatmen. Calm down machen. Recovers 40 hearts. It seems like there's a lot going on. You need to block out the little things and figure out what's important. You clear your mind and remember how to focus. Focus. Fokus. Jetzt sieht es wieder ganz normal aus. Yassa, Seifa. Eine Spinne. Alter, erstmal zermann schon die Spinne. Ah ja. Jetzt nicht mehr da. Es ging ja schnell. Er will nie irgendwo hin, außer in die Zimmer, die man gehen kann. Jetzt komm nochmal. To do. No new messages. Very, would you like? Ja. Jetzt kommen wir bestimmt gleich. Oh. Da ist wieder ein Jumpscare. Oh. Ich hab's doch genau gesehen. Oh. Ich mach das nicht, weil ich Angst habe. Würde ich niemals tun. Oh, Yasumi. Gute Nacht.
wieder im Schlumpfmodus. Welcome to White Space. You have been living here for as long as you can remember. Geht's jetzt wohl nochmal in die andere Welt, ne? Ich versuche trotzdem nochmal alles zu machen, bevor ich mich absteche. Die Musik ist anders, oder? Die klingt trauriger. Ist langsamer gespielt. Wenn du willst, kann ich dir alles erklären. Es ist nicht so schwierig. Also wir switchen zwischen der kindlichen Welt und der realen Welt. Und ich vermute, dass Sunny immer nachts in seine Gedankenwelt zurückgeht. Oder in seine Traumwelt. Und das ist halt so diese Kinderwelt, wo er herkommt. Und ja, da gehen wir immer wieder zurück. Und jetzt haben wir halt Verbindung zur realen Welt und irgendwie vor 3 Jahren ist seine Schwester Mari gestorben und dann hat er sich zu der Zeit komplett abgeschottet und auch alle anderen Freunde sind auch irgendwie so auseinandergefallen. Also das ist so im Moment das Einzige, was wirklich zu verstehen gibt. Ich vermute, dass Basil auch eine psychische Erkrankung hat, dass Sunny eine psychische Erkrankung auch hat und Aubrey vermutlich auch irgendwie. Vielleicht kommen wir ja durch. Ja, open the door, oder? Müssen wir uns mal nicht abstechen lassen. Ah nein! Jetzt habe ich gar nicht ins Sketchbook geguckt. Oh no. Was wäre da jetzt was super Wichtiges drin war? Aber bisher wurde nie irgendwie was Neues reingezeigt. Hoffen wir, dass nichts Neues da drin war. Mist.